Ja, seit dem 17.03. sind unsere Teilnehmer nicht mehr hier, sondern die sind alle bei sich zu Hause, sitzen vor dem Laptop und werden da unterrichtet. Ja, und mein Team sitzt auch bei sich zu Hause und steuert von da aus den ganzen Lehrgang. Genau, aber vielleicht möchtet ihr ja auch so ein bisschen erzählen, was sich für euch verändert hat seit Corona. Ja, was sich verändert hat, wir begleiten die Teilnehmer jetzt nicht mehr vor Ort, sondern telefonieren mit den Teilnehmern täglich, sehen die hier im Videochat. Für manche Gespräche ist das viel hilfreicher, wenn man sich auch so virtuell zumindest gegenüber sitzt und sich sehen kann. Wir nutzen unsere Teamsitzungen hier online. Das ist wirklich immer ganz witzig. Ja, das hat sich eigentlich geändert. Alles virtuell. Ja, es ist auf jeden Fall eine spannende Zeit jetzt, eine Umstellung, die das Ganze auf jeden Fall mit sich brachte. Es ist auch anstrengend, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also es ist eine super Form, eine super Gelegenheit, jetzt trotzdem noch weiterzukommen. Und ich finde, wie das organisiert wurde, fantastisch einfach, super gut gemacht. Danke. Also ich fand das schon eine Umstellung am Anfang, aber man hat sich ja auch dran gewöhnt so. Aber ich finde das eigentlich super, wie das sich entwickelt hat. Also bin ich mal begeistert. Fehlt Ihnen auch was? Ja. Ja, der soziale Kontakt, ne? Ja, der soziale Kontakt. Richtig. Ja, der fehlt. Die Bewegung fehlt so ein bisschen. Diese 8 Stunden, wie der Wolfgang gesagt hat, diese 8 Stunden am PC ist echt schon anstrengender als wie in der Kette. Ne? In der Kette sitzt man schon da, aber man hat da so die Bewegung. Man trifft dann irgendjemanden in der Küche oder man quatscht so ein bisschen Smalltalk. Keine Ahnung, es ist ein bisschen anders. Das Beste draus gemacht, ne? und hoffen, dass es bald wieder möglich ist, dass sie auch hierher kommen können zum Unterricht.